Bei der Vorfreude auf dieses Spitzenspiel auch gewesen sein mögen, auf dem Platz schenken sich die beiden Schwergewichte des europäischen Fußballs nichts. Die EM hatte mit Spanien gegen Italien am Abend einen Klassiker auf dem Programm und die Fans wurden nicht enttäuscht. Jede Menge Leidenschaft auf dem Platz, aber am Ende litt vor allem eine Seite, Italien, wie Benjamin Wüst berichtet. Ein Spiel wie ein Finale. Bevor es losgeht, geben die Italiener den Ton an, auf den Rängen. Auf dem Platz sind es die Spanier, die zeigen, wo es lang geht. Anders als früher, nicht immer durch die Mitte, sondern auch über außen, mit hohen Bällen. Pedri fast mit dem 1:0, nach nicht einmal 2 Minuten. Tiki-Taka war gestern, Spanien spielt es direkt und schnell. Nach 10 Minuten Italien im Glück, wieder per Kopf, der auffällige Williams. Der Europameister klar unterlegen. Die Spanier dominant, das viel bessere Team, aber sie belohnen sich nicht. Auch Ruiz verpasst. Anders als noch gegen Kroatien beim 3:0 will der Ball einfach nicht rein. Noch nicht. Das Beste für überforderte Italiener zur Pause, das Ergebnis. Und auch danach spielen in Gelsenkirchen nur die Iberer. Das Tor aber machen die Italiener Calafiori ins eigene Netz. Die hochverdiente Führung für Spanien, es ist eine Machtdemonstration. So ist Spanien ein Top-Favorit auf den Titel. 70. Minute. Williams, bester Mann auf dem Platz, ist der gut. Italien enttäuscht seine Fans, hat keine echten Chancen. Pellegrini eine Viertelstunde vor Schluss. Die erste, die beste und auch die letzte Möglichkeit. Näher kommt der Europameister dem Tor nicht mehr. Allein das Ergebnis macht es bis zum Schluss spannend. Der 1:0-Sieg klingt viel knapper, als es war. Spanien gewinnt hochverdient, feiert sich und den Einzug ins Achtelfinale als Gruppenerster.